Die Legende vom Drachenkrieger ist sehr alt. Sie ist gehüllt in ewige, den Geist verwirrende Geheimnisse und legendäre Kung-Fu-Weisheiten der unglaublichen Meister der Äonen. Und sie ist die einzige, in der eine echt gute Nudelsuppe eine entscheidende Rolle spielt. Und trotz alledem hatte der Drachenkrieger es schwer zu glauben. An das Universum, die Prophezeiung und an sich selbst, als er sich seiner größten Herausforderung gegenüber sah. Gib mir die Schriftrolle. Der Drachenkrieger hat die Schriftrolle. Er ist damit mittlerweile wahrscheinlich durch halb China gereist. Du wirst diese Schriftrolle niemals bekommen, Tai Lung. Hey! Was tust du? Lass ihn los! Wer bist du? Hab ich dich nicht? Kumpel, ich bin der Drachenkrieger. Du? Er? Er ist ein Panda. Was willst du tun, Dickerchen? Dich auf mich setzen? Reiz mich nicht. Nein, ich werde das hier benutzen. So, wir rollen jetzt mal hier eine Runde. Und dies ist auch anscheinend... Besiege Tai Lung. Ich glaube, da gab es noch so Minispiele oder so. Ja, das ist ja. So, soll ich jetzt einfach nur ausweichen oder? Nee, ich glaube, du musst hier schon kloppen. Ja, nur jeder Schlag, den ich mache, der bringt halt nichts. Ja. Okay. Doch jetzt. Na, weil er sich halt immer schützt. Kann ich mich auch schützen dann? Mhm. Da. Damit. Mhm. Hallo. Das sieht mir echt überhaupt nichts ab. Ne. Ja, ne? Tja, naja. Mach weiter. Oh, dafür bin ich auch gleich tot. Weil er trifft ihn halt echt mit jedem Scheiß. Und ich treffe ihn halt gar nicht. Warum auch nicht, wenn er mir nicht mal zugewandt ist. Ja, ist gut. Ja, versuch weiter mit diesem Bauchklatscher irgendwie und bleib ein bisschen auf Abstand vielleicht. Ja, das kann halt echt mit allem. Ja. Guck mal, nicht mal dann, wenn er da so... Besiege Tai Lung. Vielleicht mal mit der Panda-Rolle versuchen. Ein bisschen durch die Gegend rollen. Vielleicht bringt das ein bisschen. Ja, klar, gut, schwierig ihn dann zu treffen. Ne? Okay. No. Ja, gut. Dann halt mit dem Bauchklatscher versuchen. Oh, wir haben getroffen. Hm. Aber das Ski geht dann halt auch schnell verloren, ne? Nee. Im Moment passiert ja gar nichts mit dem Ski. Doch. Ja, aber. Ja, klar. Mal sehen, wie man mal trifft. Na, mal sehen. Aber läuft ja. So.
Ja, das sah gerade ein bisschen komisch aus, wie wir da geflogen sind, aber gut. Kommt her, meine Freunde! Ich will doch nur schmusen. Warum wollte mein Liebe nicht? Okay. Dann hat er wieder volles Leben. Wir haben sogar eine Anzeige für Schaden machen, zumindest. Auch noch nicht vorher gesehen. Nee. Da geht wieder los. Knöppel drücken. Quicktime-Events ziemlich scheiße. Also hier dieses. Mhm. Drück. Oh Mann. Weil das halt auch einfach irgendwie keine Kunst ist, so. Ja, der war doch gerade angesiedelt, oder nicht? Oder nicht? B. B. XY. A. BAB. BXY. BXY. Jetzt reicht's. Es reicht. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Hey! Toll, ich bin der super Profikämpfer und dann lass mich von den blöden Typen. Du kannst nicht einfach so reinplatzen und einem die Schriftrolle klauen. So, wir sollen erstmal hier nicht. Na kommt. Den Chi wäre noch ganz gut. Und damit bin ich wichtig. Also wann kommt er das Ding damit mal zum Einsatz? Und das Schlimme ist ja, wenn wir die hier alle besiegt haben, dann gibt es noch einen Quicktime Event. Ein Held in der Mut, das war die Schriftrolle. Und jetzt? Das Feuer da schon? Nö. Okay. Du sollst ja alle vermöbeln. Na gut. Das kann ich. Jetzt? Komm schon. Komm schon. Kommt alle her. Stell dich in eine Reihe auf und dann kriegt ihr alle nacheinander. So, also ich keine Lust mehr hier auf Kleinvieh. Komm her, Teilung. Werde ich meine wahre Bestimmung erfüllen. Ah, die Maschine kennen wir schon. Mhm. Jetzt mitmachen müssen. Verzeihung. Nein, nächstes Mal. No. So, was? Und wie geht das jetzt? Ätzchen, wo ist das Bällchen? Wo ist das Bällchen? Ja, fein. Was ist er denn? So, wir wollen mal dahin. Und genau. Yeah. Das geht aber besser. Ja, ich ja, das ist super. Na, Mietzekatz. Miau. Gegen die Wand wieder und zurück. Ja, das ist nicht so einfach. Mhm. Ich so einfach. So jetzt. Da ist nichts. Du und mal. Nicht, oder? Was? Ultimative Stärke kommt nicht von irgendeinem Stück. Warum funktioniert das nicht? Sie kommt aus dem Innern. Yeah! Das war's jetzt. Jetzt musst du bestimmt wieder Knöpfe drücken. Oh nein. Hätte ich doch mal. Kann ich nicht einfach rollen? Nein. Mich kannst du nicht besiegen. Du bist nur ein dicker, fetter Panda. Ich bin nicht ein dicker, fetter Panda. Ich bin der dicke, fette Panda! Glückwunsch! Du hast die super Eisenbauchtechnik erhalten. Setze sie ein, um Tai Lung Katze, zu Katze, komm her jetzt. Oh nee, vor allem müssen wir jetzt noch 100 Mal. Oh nee. Oh, echt? Boah. Das war das erste. BX, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Kann ich hier geguckt. Ja, komm schon! Yeah.
Yeah. Das habe ich fast gespürt. Glückwunsch. Das habe ich fast gespürt. Ja, komm schon. Yeah. Der Wuxi-Griff. Du kennst diesen Griff? Dann weißt du ja auch, dass das Schlimmste an diesem Griff das Aufräumen hinterher ist. Shifu hat dir diesen Griff nicht beigebracht. Du hast recht. Ich habe ihn selbst entdeckt. Yeah. Mit solchen Kräften können wir 2 Restaurants betreiben. Vielleicht sogar eine Kette eröffnen. Es wird erzählt, dass der Drachenkrieger seinen Weg fand, als er in die richtige Richtung blickte. In sich selbst. Sogar die 5 stimmten zu. Der Held war nicht der Einzige, der seinen Weg gefunden hatte. Meister Shifu war jetzt eins mit dem Universum. Oder er meditierte. Oder hielt ein Nickerchen. Oder so. Meister Shifu sah schon fast glücklich aus. Es war etwas unheimlich. Aber da Tai Lung besiegt war und das Dorf Frieden hatte, konnte der Drachenkrieger sich dem Meister bei der Meditation anschließen. Manche sagen, er hätte in dieser Nacht den inneren Frieden gefunden. Andere, er hätte seine Bestimmung angenommen. Aber alle waren sich einig, dass er eine bedeutende Verwandlung durchmachte. Zum Glück hatte er Kleidung zum Wechseln dabei. Ja, das ist unglaublich! Aber es blieb keine Zeit, sich im Ruhm zu sonnen. Es gab immer noch Ungerechtigkeiten zu beseitigen und Hintern zu treten. Wahrer Stoff für Legenden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das war unser Let's Play zu Kung Fu Panda. Wir haben schön durchgespielt jetzt, wie ihr gesehen habt. Ja, Lichin, wie fandest du denn das Spiel? Süß. Ja, also so mal, ja. ich muss sagen, von diesen ganzen Lizenzspielen zu Filmen und so war das schon eins der besseren. Also sah auch ganz gut aus und hat auch Spaß gemacht. Ja, war jetzt aber so vom Anspruch her schon eher für jüngere Menschen, obwohl man ja auch gesehen hat, mit diesen Quicktime-Events hatten wir nicht so, aber da sind, glaube ich, so die bisschen Jüngeren nicht ganz so überfordert. Die können auch schneller reagieren. Ja, genau.
Aber sonst ganz, ganz lustiges Spiel, so ein bisschen kloppen, ein bisschen springen, also von allem ein bisschen, was ganz, ganz nett war. Ja, das war's von uns. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir hoffen, dass ihr auch bei unseren anderen weiteren Let's Plays dabei seid, die wir zusammen oder alleine oder mit den Mäusen und dem Hamster spielen. Das war's von uns. Du hast das letzte Wort. Ja. Tschüss. Genau. Da schließe ich mich einfach mal an. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.